Wir hören heute in der Liturgie das Wort des heiligen Paulus. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Diese Worte gelten in gewisser Hinsicht immer. Immer bietet uns Gott die Gnade an, aber sie gelten in ganz besonderer Weise für die Fastenzeit als eine ganz spezifische Einladung, uns wieder auf Gott zu besinnen. Das Aschenkreuz und die Schriftzitate, die diesen Ritus begleiten, weisen uns die Richtung auf dem 40-tägigen Weg zum Osterfest. Bei der Auflegung der Asche können zwei Formeln verwendet werden. Die eine lautet, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist das Wort, mit dem nach Markus die Verkündigung Jesu überhaupt begonnen hat. Umkehr und Glaube an das Evangelium sind nicht zwei getrennte Vorgänge. Christliche Bekehrung ist nicht einfach ein Moralismus, sondern ist die Hinkehr zu dem, was der Herr uns sagt, ist Glaube an das Evangelium, hineintreten in die Botschaft des Evangeliums und sich umwandeln lassen durch das Evangelium. Deswegen ist aber auch die Umkehr nicht ein einmaliger Akt und dann geht alles gut weiter, sondern ein Prozess, der unser ganzes Leben durchzieht. Immer neu müssen wir uns aus der Mittelmäßigkeit, in die wir immer wieder herunterfallen, herausreißen lassen, in die Größe des Evangeliums hinein, in das eigentliche Maß, das Gott unser Menschsein zugedacht hat. Der Glaube an das Evangelium führt uns zu der Liebe, die in Christus wirksam wird. Ich erwähne noch kurz die zweite Formel, die möglich ist bei der Aschenauflegung. Mensch, du bist Staub, gedenke, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Das ist das Wort, das Gott nach dem Sündenfall zu Adam gesprochen hatte, wo er den Menschen erinnert an seine Vergänglichkeit. Aber die Vergänglichkeit des Menschen, die uns immer wieder neu aufrufen soll, über den Augenblick hinauszuschauen, ist zugleich überwunden durch den Tod Christi, der sie in Auferstehung umgewandelt hat, sodass wir diesen Ruf an die Vergänglichkeit zugleich als Einladung und als Wegweisung zur Auferstehung mit Christus hinsehen dürfen. In diesem Sinn wollen wir uns anrühren lassen vom Wort des Herrn. Kehrt um und glaubt, werdet neu, geht auf die Auferstehung zu. Liebe Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, liebe Diakone aus dem Bistum Würzburg, aus dem Blick auf Christus erhält dieser zweite Anruf des Aschenkreuzritus seine volle Bedeutung. Bedenke, dass du Staub bist, zum Staub zurückkehrst. Ja, wir sind Staub, zerbrechlich, unser irdisches Leben wird vergehen, aber die Auferstehung Christi schenkt uns Hoffnung auf ein neues, wirklicheres Leben. Mit diesem Vertrauen gehen wir auf Ostern zu. Euch allen wünsche ich in diesem Sinn gesegnete Fastenzeit.